Geil, es ist Nacht an der alten Festung. Es geht auf Aal, Alter. Ab geht's raus hier aus der alten Festung. Wir suchen uns den nächstbesten Aalspot und gucken, ob wir nicht einen von den langen Schlänglern hier erwischen. Und da sind wir schon am Spot, rüsten unser grandioses Setup aus und versuchen unser Glück auf Aal. So, raus damit. Sollte man auf Aal gehen, wenn man gerade Level 12 ist? Nee, absolut nicht. 5 Gründe, warum das eine ganz schlechte Idee ist. Da sind sie nun ausgeworfen. Meine 3 Feederset Start Karma Komfort. Sehr schön. Gucken wir mal rein. So sieht das Prachtstück aus. Ich habe mir in der Zwischenzeit schon etwas bessere Schnur geholt. Hier einen Viererhaken drauf und einen Mistwurm. Und dann habe ich hier in dem Bereich einen Einserhaken und einen Mistwurm. Das Ganze, wie gesagt, hier mit etwas dickerer Schnur, damit das passend ist, quasi auch zu dem Set, damit ich ein bisschen mehr Tragfähigkeit habe und dadurch dann eben auch die Fische, vielleicht die größeren Fische, auch ein bisschen leichter rausziehen kann. Mistwurm deswegen, weil ich Frequenz brauche. Frequenz bringt mir natürlich nicht nur viele Fische, also dadurch viel Silber, dadurch mehr XP, sondern ich kriege ja auch Skillpunkte dadurch im Grundangeln. Wenn ich jetzt hier also auf Aal sitze und ich sitze hier eine schöne, entspannte halbe Stunde, die gesamte Nacht durch und es geht im schlimmsten Fall nicht ein blöder Aal rein, sondern vielleicht noch 2 Schläfergrundeln, ist das absolut vertane Spielzeit. Ihr hockt hier rum, es ist arschlangweilig, ihr habt keine Frequenz, ihr macht keine Skillpunkte, ihr macht kein Silber und der große Mehrwert für euch bleibt ja auch einfach weg, weil ihr steht hier die ganze Zeit an einer Stelle, wo irgendjemand mal geschrieben hat oder gesagt hat, da soll der Aal funktionieren und nichts passiert. Ist das nicht ein langweiliges Game? Natürlich ist ein Aal, wenn er denn mal reingeht, sehr geil von den XP und sehr geil auch vom Silber. Wenn man so einen Aal fängt, im 2-Kilo-Bereich vielleicht, da geht es dann los, wo es richtig interessant ist, dann ballert das XP und silbermäßig richtig gut rein. Natürlich macht es auch Sinn, auf Aal zu gehen, wenn es mal einen Hotspot gibt. Das heißt tatsächlich, mit speziellen Ködern fängt man in der Nacht mindestens mal 3 Stück in einer guten Gewichtsklasse. Das ist halt wichtig. Solche komischen Schnürsenkel von 300, 400, 700 Gramm bringen halt absolut gar nichts. Ihr vergeudet einfach nur XP. In der ganzen Zeit könnte man am Windenbach deutlich besser angeln. Oder ihr macht das, wie gesagt, so wie hier. Ihr schnappt euch euer Set, nehmt Köder, wo ihr die Chance habt auf einen Aal und versucht dann mit diesen Ködern die Nacht über zu stehen und auch als Beifang, wie gesagt, den Aal zu haben. Das ist der ganz wichtige Punkt, als Beifang den Aal zu sehen. So war das schon in der Vergangenheit. Man hat halt den Aal zwischendurch eben natürlich auf dem Tauwurm gehabt. Man hat ihn aber auch auf dem Käse gehabt, wenn man gerade beim Schleinangeln war. Und man hat dann schön die ganze Zeit Schleinfuttermischer auch ausgeworfen und hat ein paar Schlein gezogen. Dann ging es in die Nacht. Man hat vielleicht immer noch 1 oder 2 Schlein gefangen, aber auf einmal ballerte noch einen Aal rein. Und das war natürlich dann so ein Highlight, was dann auch richtig gut nochmal was bringt. Ganz gezielt, wie gesagt, nur auf Aal zu gehen, macht erstmal setmäßig nicht wirklich viel Sinn. Die ganz großen Dinger machen euer Set auch richtig madig. Wenn ihr das versucht, auf jeden Fall gucken, dass eure Bremse nicht zu hoch ist. Ein Aal kann schon mal raketenmäßig richtig reinschießen. Wenn da eure Bremse zu hoch ist, reißt euch gerne auch mal die Schnur irgendwie ab. Also da dann vorsichtig reingehen. Ausreichend Schnur natürlich auch drauf haben, dass ihr da nicht leergespult werden könnt. Und wie gesagt, erst dann wirklich auf Aal gehen, gezielt, wenn es einen Hotspot gibt, wenn ihr eigentlich keine anderen Sorgen mehr habt und euch einfach mal denkt, okay, ich opfer jetzt mal eine halbe Stunde und hock mich hier hin. Ich will einfach mal den Aal abschließen. Ich will den vielleicht mal als Trophäe fangen. Dann hockt man sich hier hin und macht dann vielleicht im etwas höheren Levelbereich gezielt seinen Aal, seine Aal-Trophy, verdient damit vielleicht noch ein bisschen was.
Aber wie gesagt, einfach so random und vor allem als ersten Fisch, wenn man Level 12 ist, an der alten Festung den Aal zu sehen, ist absolute Katastrophe. Es ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Man vergeudet einfach so viel Spielzeit, Silber, XP. Und zu den XP kommt eben noch, dass ihr dann im Grundangeln in der gesamten Zeit einfach nicht vorwärts kommt. Ich bin momentan schon äußerst zufrieden mit Level 12 hier, 21 Punkte hier, 27 Skillpunkte schon da. Spinfischen auch schon 18 Skillpunkte. Also ich bin in Gänze schon auf einem ganz guten Weg hier mit diesem Allround-Account, weil ich eben überall angel, immer auf hohe Frequenz, viel natürlich auch am Windenbach und demnächst geht es dann am Belaya auch nochmal richtig hart ins Spinning. Und ihr seht hier auch auf Mistwurm, selbst hier, zack, komm ran, selbst hier diese kleinen unmaßigen Karauschen sind in Gänze mehr wert als ein oller Aal, denn sie bringen wie gesagt diese Skillpunkte und für dich auch noch als Angler selbst mehr Erfahrung. Auch wenn das natürlich nicht wirklich schmeckt, wenn man sowas hört, dass man sowas nicht machen soll. Es hilft hoffentlich trotzdem weiter. Wenn es geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, damit du die nächsten hilfreichen Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.